Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pump It Up. Für alle, die jetzt Body Pump erwartet haben, wir sind gerade dran, das Problem zu lösen. Wir haben da so ein bisschen Urheberrechtsprobleme. Nächste Woche gibt es eine Lösung, damit auch wieder Original Les Mills stattfinden kann. Ich habe mich versucht, so arg an Body Pump zu orientieren wie möglich. Das heißt, wenn ihr Body Pump erwartet habt, bekommt ihr ungefähr sowas in der Art. Ich bin Till, mit mir dabei heute ist die Valerie und die Anne. Und ich würde sagen, wir legen los. Es ist heute ein bisschen oberkörperlastig. Schnappt euch die Stange, nehmt sie auf. Schultern nach hinten. Bauch fest, daumenbreiter Griff. Und dann geht's los. Deadlift 2-2 zum Knie nach unten. Wir gehen tief, tief, hoch und hoch. Stange zur Spitze, Kniescheiben, Rücken lang. Ganz entspannt. Erste Runde. Rudern langsam zum Knie. Zum Bauchnabel ziehen. Wieder zum Knie. Und nach oben. Rücken lang, Ellenbogen eng. Und dann bringen wir den Puls ein bisschen nach oben. Single Tempo. Tief ziehen, tief und hoch. Lasst die Schultern hinten und berührt jedes Mal den Bauchnabel. Wir steigern uns ein bisschen. Triple Row. Dreimal unten. Tief. Drei. Zwei. Eins. Hoch. Nochmal. Tief. Einmal mehr. Hoch. Deadlift. 2-2. Hoch. Hoch. Gleichmäßig. Okay. Übungswechsel, Stange nach oben, Upright Row, 2-2, hoch, hoch, runter. Stange auf Brusthöhe, Ellenbogen bleiben über der Stange, Brust bleibt angehoben. Okay, langsamer Clean and Press, Stange geht hoch, hoch, drunter, nach oben. Halber Squat unter die Stange, Brust bleibt aufrecht. Oh, alles wie Body Pump. Single Clean and Press. 1, 2, 3 und 4. Springt unter die Stange und bringt die Ellenbogen unter die Stange. Letztes Mal. Stange bleibt oben, hinten ablegen. Single Squats. Tief, hoch. Knie nach außen, hoch. Auf Kniehöhe. Von dem Warm-up haben wir die einzigen Squats komplett. Stopp. Stange wieder nach vorne. Schulter nach hinten. Einmal Deadlift. 4 und 4. Tief, tief. Langsam durchatmen. 2 und 2. Tief. Okay, Runde 3. Das heißt, ihr drückt jetzt die Stange gegen die Oberschenkel, um den Rücken mehr zu aktivieren. 1, 1, 2, Deadlift, schnell tief, stopp, Upright Row, 1, 1, 2, hoch, jawohl, halten, nach oben und das Ganze Single Tempo, tief, hoch, runter, zum Knie, zur Brust, einmal mehr. Und dann machen wir aus dem Upright Row ein High Pull. Erst ein Deadlift, tief, High Pull. Wir gehen jetzt hier auf die Zehenspitzen. Die Bewegung brauchen wir später, wenn wir Rücken trainieren, nochmal. Und stopp, Deadlift. Tief, tief, hoch. Runde 4. Danach haben wir es auch. So langsam sollten wir warm werden. Upright Row, 2-2. Upright Row brauchen wir später auch noch ein paar Mal. Also macht die Schultern gut warm. Letztes Mal, Clean and Press, langsam, Stange hoch. Jetzt zieht mal ganz eng, runter, pressen. Wir fangen ab und setzen runter, ja? Wir ziehen,
Gott drücken. Single Tempo. Jetzt bewegt euch schneller unter die Stange. Zack. Hoch. Letztes Mal. Hinten ablegen die Stange. Weiter stehen. Single Squats. Das sind die letzten 7 Squats in dieser Choreo. 4 mehr. 4. 3. 2. Und stopp. Stange nach vorne. Ablegen. Und dann kommen wir zur nächsten Muskelgruppe, Brust. Wir brauchen dafür die Stange mit dem doppelten des Warm-Up-Gewichts ungefähr. Wenn ihr neu dabei seid, behaltet ihr das Warm-Up-Gewicht. Außerdem brauchen wir 2 freie Scheiben später für Flies. Und wenn ihr einen Step habt, holt euch den Step und legt euch drauf. Ansonsten arbeitet ihr einfach am Boden im Liegen. Es gibt keine Push-Ups, wir bleiben da komplett unten, also richtet euch alles hin. Ich habe keine Ahnung, wie anstrengend das ist, aber ich glaube, es wird anstrengend. Wir starten mit der Stange. Legt euch aber die Scheiben schon mal neben dem Step bereit. Füße hat mir gesagt, in die Richtung. Ich lege mich so rum hin. Okay, legt euch hin und dann können wir loslegen. Nehmt die Stange nach oben. Weiter Griff. Schultern nach unten. Bauch ist fest, unterer Rücken zieht auf den Step oder auf den Boden, je nachdem wo ihr seid. Und dann starten wir 2-2 Chest Press. Wir gehen tief, tief, hoch, hoch. Ellenbogen weit nach außen. Und berühren, wenn ihr am Boden seid, nicht den Boden. Und sonst nicht unter Step Oberkante. 3 und 1. Langsam tief. Tief, tief, tief. Press. Langsam aufbauen. Wir trainieren jetzt erstmal den gesamten Brustmuskel. Ohne Pause in 2 Sets. Schnell tief, langsam hoch. 1, 3. Möglichst wenig Pause unten. Macht eine flüssige Bewegung. Jawohl. Und dann sind wir schon bei unserer Kombi. 2 Singles, 3 Pulses. Tief, hoch. Tief, 3 unten. 3, 2, hoch. Gleichmäßig. Und dann unten. Puls, Puls. 2-mal mehr. Feeling good. Klein, klein. Halbe Bewegung da unten nur. Single. Puls, Puls, langsam. 4 und 4. Tief, 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 tief. 2. Runde von 2 mit der Stange. Nochmal. Zieht jetzt die Schultern weg von den Ohren und spannt den Bauch fest an. 2 und 2. So langsam sollte sich die Brust bemerkbar machen. Soweit also die Intensität getroffen. 3-1, ganz langsam tief. Wir ziehen runter und drücken exklusiv nach oben. Wir bauen Spannung auf, entladen. Spannt den Bauch ganz besonders fest an, wenn ihr von unten drückt. Umgekehrt, schnell tief, runter, langsam hoch. Oh. Feeling good? Alright. Dann Kombi. 2 Singles. 3 Pulses. Klein. Wir sind fast durch. 2-mal mehr. Puls. Und letzte Runde. Mit der Stange. Klein, klein, Stange weg. Stopp. Richtet euch auf. Schnappt euch die Scheiben. Legt euch hin. Schulter nach unten. Wir haben ein bisschen länger Pause. Extra für euch. Schulter nach unten. Fleiß.
2 und 2 öffnet. Auf, zu. So, kleiner Technikcheck hier. Ellenbogen leicht gebeugt. Und immer noch über Step Oberkante. Bleibt dabei. Alright. Wir haben zwei Sets mit diesen Scheiben. Um die Brust ein bisschen zu isolieren. 3 und 1. Langsam auf. Auf und zu. Jetzt hier auf dem Weg nach oben. Presst die Brust zusammen. Jetzt kommt's. Schnell auf, langsam hoch. Zack. Um hier die Scheiben zu stoppen, bremst mit eurem Bauch. Okay, also Bauch anspannen. Unteren Rücken Richtung Step. Kombi. Zwei enge Singles. Tief. Und dann gehen wir tief und schieben raus. Wir gehen tief, raus, rein, hoch. Zwei Singles. Und dann raus, rein, zweimal mehr. Hier dynamisch und dann statisch die Brust trainieren. Öffnet eure Arme weit nach außen. 4 und 4 öffnen. Letztes Set. Auf, zu. Zieh jetzt die Ellenbogen ein bisschen nach unten, sodass sie auf Höhe eurer Rippen sind. 2 und 2. Okay, so langsam solltet ihr euch nicht mehr gut fühlen, hoffe ich. Heißt, wir sind im letzten Set. Das ist bei Pump immer so. 3 und 1, langsam öffnen. Auf. Aber das Gute ist, dieses Set ist ein bisschen kürzer. Und danach sind wir durch. 1, 3, schnell auf. Und zusammendrücken. Jetzt stellt euch vor, ihr presst wirklich gegen einen Widerstand was zusammen. Unsere Kombi, zwei enge Singles. Tief, tief und raus. Raus. Einmal nur noch. Schiebt so raus wie noch nie. Raus, öffnen und stopp. Öffnet kurz die Brust. Entspannt euch kurz. Und dann kommen wir zum Rücken. Das Gewicht könnt ihr eigentlich auf der Stange lassen, das ihr habt. Den Step brauchen wir gerade nicht mehr. Wir brauchen nur die Stange. Alles andere könnt ihr wegpacken. Und wir trainieren den Rücken. Haben später 8 Clean and Presses am Stück. Optional könnt ihr einen Clean and Press machen, einmal rudern. Gewichtswahl, ungefähr Brust, tendenziell vielleicht ein bisschen weniger. Wie gesagt, ich weiß wieder nicht, wie anstrengend es ist, aber ich würde sagen, wir legen los. Schnappt euch die Stange im weiten Griff erstmal. Schultern nach hinten, hüftbreiter Stand, unsere Set Position und wir starten mit weitem Single rudern. Los geht's. Tief ziehen, tief hoch. Vom Knie diesmal zu den Rippen. Ellenbogen weit. Im Gegensatz zum Warm-up rudern. Ja? 4 mehr. Das ist unser kleines Warm-up für den oberen Rücken. Und damit beenden wir das ganze Lied auch. Einmal mehr. Grip eng, Deadlift, 4-4, tief, hoch, kleine Entspannungsrunde, nochmal zum Check, Stange zur Spitze der Kniescheiben, Rücken gerade, Beine leicht gebeugt, 2 und 2, tief, hoch, lass die Stange so nah am Oberschenkel wie möglich. Und lass die Beine so wenig gebeugt wie möglich. Bleib dabei. Im Warm-up hatten wir eine kleine Kombi aus einem Single Deadlift und einem Single High Pull. So etwas Ähnliches brauchen wir gleich wieder. Erstmal Triple Row unten.
Tief. Drei. Diesmal zum Bauchnabel. Einmal. Hoch. Nochmal. Okay, unsere Kombi. Ein Single Deadlift, ein Single High Pull, ein Clean and Press. Tief. Hoch. Clean. Press. Reset. Runter. Knie. Brust. Und ganz hoch. Bleibt hier stabil. Auf die Zehenspitzen hier und dann unter die Stange. Einmal mehr. Acht Clean and Press am Stück. Jetzt beschleunigt hier unter die Stange. Aber das Lied ist nicht schnell, also mit Kraft. Das waren erst vier. Vier mehr. Explodiert nach oben und springt unter die Stange. Zwei. Letztes Mal. Ablegen, stopp. Halbzeit. Gleiches Spiel nochmal. Stange wieder hoch. Mehr Gewicht. Deadlift, 2-2. Entspannt hier. Lass den Puls wieder runterkommen. Und drück die Stange nochmal aktiv gegen den Oberschenkel. Streck die Brust. Mach den Rücken lang. Und dann bauen wir auf. Triple Row. Wir ziehen. Tief. Drei. Zwei. Eins. Hoch. Nochmal. Ihr habt die Kombi noch im Kopf, oder? Los geht's. Single Deadlift. High Pull. Clean and Press. Viermal das Ganze. Und wenn ihr genau beobachtet, ist dieser Deadlift und der High Pull die Kombination und die Vorbereitung auf den Clean and Press. Wir ziehen von unten auf die Zehenspitzen, kombiniert unter die Stange springen. Ihr könnt die Technik jetzt, also 8 Clean and Press. Endspurt 7. Könnt ihr explosiver drunter pressen. Viermal mehr. Drei. Okay, ich habe gesagt, wir enden mit weitem Rudern. Weiter Griff. Sieben. Rudern. Tief. Sieben. Bleibt hier. Sechs. Fünf. Jawohl. Zieh zu den Rippen. Rücken gerade. Zwei. Eins. Nochmal. Tief. Die Unterarme sollten sich jetzt beschweren. Noch drei. Drei. Zwei. Eins. Und stopp. Kurz die Unterarme etwas entspannen. Einmal rotieren. Und dann kommen wir zum Trizeps. Zur Armrückseite hatte bisher Pause, außer vielleicht bei Brust. Dafür brauchen wir wieder entweder einen Step, wenn ihr keinen zu Hause habt. Sucht euch zum Beispiel ein Sofa, einen Stuhl, irgendwas, wo wir später Dips machen können. Zusätzlich brauchen wir eine kleine Freischeibe und eine mittlere. Die kleine für Kickbacks und die große später für Extensions. Ich starte mal für euch vor dem Step. Auf dem Boden mit der kleinen Scheibe. Scheibe erstmal in die linke Hand und dann können wir auch schon loslegen, würde ich sagen. Kniet euch hin, stützt euch ab. Schulter nach hinten, bringt den Ellenbogen hoch. 90 Grad den Ellenbogen. Lehnt euch auf das Knie drauf. Dann starten wir mit
Kickbacks 2 und 2. Strecken, strecken, beugen und beugen. Wenn ihr auch so tropft wie ich, macht ihr alles richtig, glaube ich. Aber die Sonne scheint ja heute auch. Tempowechsel 1, 1, 2. Wir gehen hoch, tief, tief. Strecken, beugen. Zack. Einmal mehr. Dann gehen wir mit der Scheibe nach unten. Kickback Rows. Wir gehen hoch, strecken, beugen, tief. Halte die Brust gerade. Und der Ellenbogen ist euer höchster Punkt hier. Und er bleibt als Scharnier stabil. Viermal mehr. Dreht euch nicht auf, sondern arbeitet nur mit dem Trizeps. Zweimal. Letzter. Okay, wir gehen runter, gehen hoch und pulsieren. Puls, Puls, klein, ja? Noch. 5, 4, 3, 2, stopp, schnappt euch die Scheibe. Extensions. Okay. Scheibe in den Nacken. Brust aufrecht. Ellbogen leicht vorm Gesicht. 2, 1 und stopp. Andere Seite, direkt. Wechselt die Richtung. Nehmt die Scheibe in die andere Hand. Ellenbogen hoch, 2, 2. Strecken, strecken, beugen, beugen. Gut, wenn ihr es jetzt schon spürt, dann macht noch, geht nochmal sicher, dass ihr auch den anderen Arm genommen habt. 1, 1, 2. Wir fokussieren uns jetzt hier, dass wir nicht tiefer als 90 Grad kommen. Strecken. Langsam tief. Okay, ganz nach unten. Single Kickback Rows. Hoch, strecken, beugen und tief. Jetzt quetschen wir den Trizeps hier aus, indem wir den Arm komplett strecken. Ja? Strecken, beugen und tief. Vier mehr. So langsam sollte der Trizeps ermüdet sein und bereit für die Arbeit, die gleich kommt. Okay, wir gehen hoch und pulsieren. Hoch, Puls, Puls, kleine Bewegung, ganz mini. Noch. 5, 4, 3, 2, stopp. Scheibe hoch, Extension Singles. Tief, streckt die Arme. Das ist nur schon mal zum Auslockern für das, was kommt. Letztes Mal, Scheibe weg. Kommt auf den Step oder auf den Stuhl oder was auch immer ihr habt. 2, 2 Dips runter. Hoch. Tief, tief, hoch. Bleibt dabei. Po nah am Step. Eure Option von Anfang an, setzt euch auf euer Objekt der Wahl und lehnt euch nur nach hinten. Ja? Geht auch auf den Boden. Bottom half. Wir gehen tief, halb, tief, hoch. Tief, halb. Lasst die Ellenbogen hinten, Brust aufrecht. Und das Schöne ist, wir bleiben komplett bei unseren Dips. Lasst den Po nochmal ganz nah am Step und denkt an eure Option, euch hier hinzusetzen und nach hinten zu lehnen. Single Tempo. Tief, hoch. Also, es kann euch nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr auf den Boden plumpst. Mehr nicht. Ja? Pulses. Puls, Puls. 8 mehr. 8, 7, 6, 5, 4. Und wenn ich mich nicht getäuscht habe, 2 und 2 zum Schluss. Tief, tief, hoch, hoch. Und jetzt sollte nicht mehr viel gehen, ja? Runter, runter. Letztes Mal. Und stopp. Au. Schnappt euch kurz
den Ellenbogen. Atmet einmal durch. Und dann kommen wir zum Gegenspieler, dem Bizeps. Ihr habt schon vielleicht gemerkt, ein bisschen Fokus Oberkörper heute. Wir brauchen nur freie Scheiben. Und wir brauchen auch gar nicht mehr den Boden ab sofort. Wir bleiben nur im Stehen. Heißt, freie Gewichte. Ich empfehle ungefähr Warm-up-Gewicht oder ein Tick weniger. Das reicht. Die Choreo ist lang für ein Bizeps-Lead, hat keine wirkliche Pause. Das heißt, ihr könnt euch auch ein bisschen was Freieres, was Leichteres in die Nähe legen. Und dann legen wir los. Schulter nach hinten, Scheiben zeigen zum Oberschenkel. Brust aufrecht, Bauch ist fest. Und dann würde ich sagen, bring it on. 2-2 Curl. Hoch, hoch, tief, tief. Okay, bringt die Ellenbogen neben den Körper ganz nah. Bringt die Scheiben hoch und dreht sie ein. 3 und 1. 3, 2, 1 und auf. Viel mehr machen wir nicht. Nachher vielleicht noch ein bisschen im Wechsel. Aber erstmal unsere Kombi. 3 Pulse in der Mitte. 3, 2, stopp, tief. 3, 2, stopp. Kleine pulsierende Bewegung über und unterhalb des Bauchnabels. Zurück, 2 und 2. Kleiner Check, zieh die Schulter nochmal nach hinten, spann den Po an, das hilft tatsächlich. Bauch ist fest. Zweite Runde Kombi, 3 kleine Pulse. Puls, stopp, jawohl. Oh. Ich glaube, das wird hart, ich bin mir nicht sicher. Erstmal Single rudern, kleine Entspannung nach unten. Tief, ziehen, tief, hoch. Lass die Arme hier lang, lass sie entspannt. Und dann 2 und 2. Okay, Runde 2, Set Nummer 2 von 5. Okay, 3 und 1. 3, 2, 1. Lasst hier ein bisschen Platz zwischen Scheibe und Schulter. Der Ellenbogen bleibt immer direkt unter der Schulter. Zu unserer Kombi. Oh yes. Puls. Stopp. Rauf. Klein, klein. Und dieses Stoppen lässt das Blut im Muskel drin und sorgt für Veränderungen, ja? Okay, rechts Single, links Single. Rechts. Stagger beide nach oben. Erst halb, hoch, halb, tief. Wieder Wechsel. Hoch, hoch, Stagger, halb, hoch, halb, 4-4. Oh yeah. Das ist unsere zweite Kombi. Machen wir insgesamt dreimal. Wir sind bei Set Nummer 3. Rechts Single, links Single. Hoch, hoch, Stagger. Halb, hoch, halb, tief. Shake that money maker. Halb, 4 und 4. So langsam sollte der Bizeps schon ein bisschen wachsen. Könnt euch da schon mal nach unten gucken. Lasst die Ellenbogen aber neben dem Körper. Single, rechts, links. Hoch. Hoch, Stagger. Halb. Oh yeah. Wir sind schon fast da, ja? 2 und 2. Ich glaube, ich habe mich sogar verzählt. Es sind nur 4 Sets. Aber es bleibt anstrengend. 3 und 1. Tief. Dreht jetzt nochmal die Scheiben so weit ein, wie ihr könnt.
und den Bizeps komplett auszuquetschen. Drei Pulses, Mitte. Never stop. Zack. Zweimal mehr. Und das ist genauso wie das erste Set, das heißt 2-2. Es hört gar nicht mehr auf, aber ich verspreche euch, es sind nur noch 10 Sekunden. Okay, ich verspreche euch nicht, das sind länger als 10 Sekunden. Aber nur einmal die Kombi, Pulses. Stopp. We will never stop. Letztes Mal. We will never stop. Und stopp. Daumen einmal nach unten, Arme nach hinten. Ausschütteln. Dann kommen wir zum letzten Lied heute. Das ist Schulter. Da brauchen wir einmal die Stange. Mit Warm-up-Gewicht oder ein bisschen mehr. Es gibt ein paar ungewohnte Bewegungen für die, die regelmäßig im Bodypump sind. Und dann brauchen wir und dann brauchen wir noch Freischeiben für Side-Raises und Mac-Raises. Das heißt auch ungefähr oder eher weniger als Warm-up-Gewicht. Gerne auch zum Wechseln, aber es gibt nur ein Set mit den freien Scheiben, zwei Sets mit der Stange. Wir starten mit den Scheiben und wechseln dann erst zur Stange. Ihr habt auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich tue es mir einfach mal an mit 5 Kilogramm. Ich werde leiden, aber seht es mir nach. Gut, dann legen wir los. Schulter nach hinten. Beugt die Ellenbogen. Puh. Sideways. 2 und 2. Hoch, hoch, tief und tief. Ellenbogen 90 Grad. Und Scheiben und Ellenbogen bleiben unter Schulterhöhe. Ja, das ist eure Range. 3 und 1. 3, 2, 1, tief. Hebt die Brust hier an. Und die Ellenbogen heben die Scheiben mit hoch, ja, nicht umgekehrt. 1, 3, schnell hoch. Langsam tief. Zack, anspannen und langsam nachlassen. Gut. 4 und 4, super langsam. 3, 2, 1, tief. Einmal mehr, dann kommen wir zu unserer Kombi. 4, Single Side Raise, 4 Mac Raise. Los geht's. 4, 3, 2, Mac Raise. Arme lang, rechter Arm zieht, linker Arm zieht. Immer im Wechsel. 2, letzter. 4, Side Raise. 4, 3, Oberkörper super stabil, Mac Raise. Ein Arm streckt nach vorne, einer zieht und ihr dreht durch die Brustmitte. Hüfte bleibt gerade, ja? Letztes Mal. 2, Mac Raise. Und Scheiben weg. Kurz lockern, dann schnappen wir unsere Stange. Brust aufrecht. 2-2, Upright Row. Hoch. Wir bleiben jetzt die ganze Zeit bei der Stange. Wenn ihr also irgendwo festgehalten habt, es ist zu viel Gewicht, dann wechselt einfach. Ihr habt genug Zeit. 1-1-2 nach oben. Wir halten. Stopp. Knapp. Unterhalb der Brust. Ellenbogen nach oben. Das ist ein bisschen wie so ein altes Schulterlied aus Body Pump. Zwei Top-Half. Hoch, halb, hoch, tief. Ja. Keine Sorge. Gleich fertig mit Upright Row. Bleibt hier oben, setzt um.
vom Kinn nach oben. Ein Bein nach hinten. Oh, langsam. Tief. Einmal mehr. 4, 3, 2, 1. Runter. 4 Singles davon. 4, 3, 2. Push Press. Beide Beine vom Schlüsselbein. Push. Halber Squat. Hoch. Fuß nach hinten. 4 hier. Super stabil. Push Press. Runter. Push. Vom Schlüsselbein nach oben. Nehmt die Beine. Entspannt die Schultern hier. Overhead Press. 3, 2. Push Press. 4 Stück. Letzter. Stopp. Stange runter. Kurz absetzen. Was machen wir nochmal? Also ihr wisst, was auf euch zukommt. Stange hoch. Schulter nach hinten. Upright Row. Hoch. Und jetzt sollte sich die vordere Schulter melden. Die ist im Fokus heute. Die Schulter formt und definiert den Arm. Ja? 1, 1, 2. Wirklich nach oben und resist halten. Kein Millimeter nachgeben. Einmal noch. Jetzt dürft ihr top half pull das mal teilen. Hoch, halb nachlassen, hoch, wieder runter. Damit arbeitet der Muskel an der Stelle, wo er nicht arbeiten will. Letztes Mal, Stange umsetzen. 4, 4 nach oben. 4, 3, 2, tief. Nochmal. Sollte brennen, hoffe ich. 4 Singles. 3, 2. Nehmt die Beine zur Hilfe. Push Press. Wirklich hier. Schulter entspannen. Wieder Overhead Press. 4, 3, 2. Push Press. Einmal die Kombi noch. Dann war's das, ja? 3, 2, Push Press. 4 Mal. Zack. Und stopp. Runter damit. Ausschütteln. Schnappt euch einmal den Arm, zieht ihn rüber. Andere Seite. Dann verschränkt die Arme hinter dem Rücken und zieht mal die Brust auf. Wir haben ziemlich viel Brust, Bizeps, Schulter gemacht. Das heißt, arbeitet nach hinten. Arme nach oben. Das ist schon anstrengend. Und lehnt euch einmal nach hinten. Kommt nach vorne. Dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Nächste Woche hoffentlich wieder original. Das wird's. Danke Anne. Danke Valerie. Danke euch. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.